Habe ich dein Schwert gefunden? Nee, 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 habe ich noch nicht. Ich weiß auch, wo es ist. Okay. Seine Assistentinnen, genau, das ist nämlich das Problem. Ich glaube, hier bin ich fertig. Ja, dann gehe ich einfach mal zurück. Weil ich glaube, die Assistentin braucht der Amber Baron, um weiterzukommen. Und wir müssen die Mädels sozusagen von diesem Schönling wegkriegen. Der zeigt. Das machen sie aber nur, wenn sie sein Geheimnis kriegen. Kann ich einfach durch? Nee, ich glaube besser mal nicht. Bevor ich jetzt wieder von vorne anfangen muss. Einfach mal. Ja, das habe ich mir nicht gedacht. So, wir müssen nämlich hier in die Wüste, bevor wir jetzt hier großartig weitermachen. Shuttle Town, da fehlen uns noch zwei von denen. Spuckinsel sind wir fertig. Hier fehlt uns noch dieses eine Teil, da muss ich nochmal gucken. Hier, Bräunungsinsel, hier fehlt uns noch eine Menge. So, hier einfach mal so schnell wie möglich durchrennen. Das meinte ich nämlich. Hier haben wir nämlich sein Schwert. Super duper, wunderbar. Ja, wir können jetzt nur noch... So, die sind wieder da. Und hier können wir auch ein bisschen Kohle farmen. Das ist alles kein Problem. So, mit der Skorpion-Dame will ich mich nicht anlegen, weil die mir zu doof ist. Und zieht mir natürlich trotzdem Damage ab. Ja, Mädchen, wenn du schon aufhörst zu rennen, brauchst du auch nicht schreien. No, diese Dinger, ey. Weißt du, ich dachte, ich könnte hier mal... Ja, mal fett durchrennen, aber... So, kann ich in den Palast? Ja. Aber ich glaube, in dem Palast habe ich jetzt nichts mehr... Nichts mehr zu suchen. Ich gucke einfach mal. Vielleicht finde ich ja doch noch was. Aber nicht, nichts, was ich wüsste. Hier an der Ecke waren nur die Mädels, ne? Hier ist der Thron mit der Dicken. Okay, das bringt nichts. Was hast du? Sie Zucker... Oha, Ruhe. Okay. Der fängt wieder an, weil die Prinzessin wahrscheinlich wieder gerade weg ist. Ich gucke mich hier nochmal schnell durch. Ah nee, die kann ich ja jetzt einsammeln. Tja, tausch mal schnell euer Haustier. Dunkle Magie erhalten. Super duper. So, das Schwert habe ich. Ja. Fackel kann hier nicht verwendet werden. Na ja, komm einfach weg hier. Ah nee, warte mal. Das war ja unser Verlies. Unser schönes Verlies, muss man sagen. So, Opa. Heute mal nett. Ups. So, die Frage ist, möchte ich hier weiter? Genau, hier war ja was. Ich meine, hier könnten wir auch noch was finden. Aua, das war mies. Ja, der hat gesessen. Bursch.
So, das hat sich doch gelohnt. Weil ich meine, hier war nämlich noch ziemlich viel offen. Ja, ja, ich weiß, Treibsand, gefährlich. Och Mann, dass sie auch immer runterfallen muss. Das ist doch nur eine Ratte. Oh yeah. Ja. Sag mal, was ist denn mit euch los? Ist schon wieder irgendwas zum Rennen. Das sieht nämlich schon so danach aus. Wie konnte ich den denn übersehen? So. Wunderbar, oh wunderbar. Du hast dunkle Magie erhalten. Schön, 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 schön. Und ich habe ganz viel Leben verloren. Das ist nicht so geil. Ja, macht alles nicht besser. Sag mal, hat er mich jetzt abgeschossen oder was? Genau. Super, Herztintenfisch. Gibt es hier irgendwie eine Karte, wo ich halt sehen kann, was ich schon alles habe? Also, ob ich auf dieser Insel zum Beispiel schon fähig bin, oder? Okay, hier muss ich nur langkrabbeln. Okay. Das mache ich kurz vorm Ende nochmal. Ich gehe da jetzt einfach hin und guck mir das mal an. Ja, Piratenfackel. Komm mal, ein Feuerwerk. Hm? Boom. Yay! Wie sich freut. Ah, schön. So. Wir haben ein bisschen Kohle. Ich will noch mal kurz nach Shuttletown. Erstmal mich zu heilen. Okay, hier fehlt jeweils noch eins. Hier fehlt noch Spinnennetzinsel. Hier sind wir fertig. Und Shuttletown fehlen noch zwei. Ich glaube aber, die kommen später. Boah. Frostbeuleninsel, Schlampampeninsel. Erstmal gucken, vielleicht kann ich mit dem Bürgermeister nochmal quatschen und kann der vielleicht noch so ein bisschen Kohle geben. die Sonne ist so heiß, ich kann meine Augen nicht offen halten. Super Monstermilch hintereinander kippen. Jo. Hier, 75 Juwelen. Habe ich noch Supermonster? Ja. Ja. Hier können wir... Oh, der hat uns jetzt ordentlich Kohle gegeben. Dafür haben wir keine Supermonstermilch mehr. Na gut, immerhin besser als gar nichts. Opa ist kein Problem. Also der Onkel. Warte mal, habe ich überhaupt genug von denen? Nee, ne? Nur zwei. Gut, dann kann ich diese Tintenfischherzchen nicht kaputt hauen. Was für ein barbarisches Werk. So, dann gehe ich nochmal hier kurz. Ja, mit Tanzen und Spielen im Wasser. Super. Unseren Haaren geht's gut. Unser Chanté auch. So, ich könnte natürlich hier nochmal ein bisschen gucken, ob der
So, der Opa. Nee. Speichern will ich jetzt noch nicht. Willkommen in meinem Laden! Kauf irgendwas! Was hast du denn Feines? Super Pikenball, Monstermilch, Super Monstermilch. Pistolen-Upgrade. Kaufe ich doch mal eiskalt. Pistolen-Upgrade, alles fertig. Okay. Dann sind wir, was das angeht, doch auch schon mal ganz gut mit dabei. Okay, Pistolen-Up Nummer 2. Wunderbar. Jo, wir haben von... Ja, Tränke. Ich muss eigentlich noch mal ein bisschen, bisschen Kohle farmen. Wir müssen ja sowieso noch mal los hier. Also, folgendes. Wow. Dingsbums. Wie heißt's? Der Palast wird später auch noch ein kleines Level abgeben. Deswegen kann es sein, dass dort vielleicht zwei Tinkerbells rumeiern. Deswegen bin ich, was das angeht, ein bisschen vorsichtig. Obwohl, ich könnte eigentlich die Kanalisation nochmal abklappern. Was ich allerdings nicht glaube, dass da irgendwas noch zu finden ist. Wir können dann natürlich noch ein paar Fleischlutscher abgrasen. Aber ich denke nicht, dass wir da noch irgendwas vergessen haben diesbezüglich. Dome spielt Ark Survival. Grüße gehen raus. So, Kohle ist natürlich auch immer gut, dann kann ich eigentlich, ja, das kann ich eigentlich super verbinden, ja, mit Kohle machen und Dingsbums und hier nochmal alles in Ruhe abgrasen. Ah, Mann, kann ich? Nee, das reicht nicht. Okay, schade, ich dachte, ich könnte hier noch irgendwas kaputt machen oder so. Oh yeah. Ah, das hat schon ein richtig schönes. Nee, gut, dann nicht. Hier haben wir es. Ist das etwa die verzauberte Klinge? Hast du es gefunden? Nein, ich hab's geklaut. Bitte. Du gibst Klinge. Mein Schwert, jetzt, da ich es habe, soll ich mich etwas rar machen. Ich bin mir sicher, dass mein guter Freund Branson bald hier erscheinen wird. Oh, wow. Psst. Er wird die Worte sagen. Aha. Interessant, Mädels. Hey, Leute. Wir sollten eine passende Tasche dazu suchen. Es gibt keinen Grund, dass nur Frauen auf passende Accessoires achten sollten. Das stimmt doch. Oder hey, lauft nicht weg, kommt zurück! Es ist Branson! Brülle deinen Schlachtruf! Ich habe die Kraft! Geil! Nun denn, die drei Gefährten kennen mein... Nur drei Gefährten kennen mein Geheimnis. Die kahle Zauberin, der Mann mit Waffen und der komische Magier. Und jetzt ich, vier. Genau, vier. Zusammen beschützen wir Schloss Boneface vor dem grausigen Heeren der Geister des Sensemanns. Oh, die Abenteuer klingen irgendwie viel cooler als meine. Das sind sie auch. Ich bin auch ein exzellentes Vorbild. Ich bin gar nicht, bin ich gar nicht. Dank meines cholerischen Wesens und meines fremdländischen Outfits. Geil. Merkt dir das einfach, Kind. Es geht nicht um das Äußere wie die Haut oder die Haare. Es geht einzig und allein darum, was in dir ist. Ein freundliches Herz, Blut und Mumm. Das alles lässt seinen Körper schön rund werden. Danke, das bedeutet mir viel, Branson. Wer ist Brandon? Vergiss es, du bist derselbe Typ. Nur jetzt mit einem knalligen Oberteil. So, die Show ist vorbei. Nun könnt ihr gehen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Screenshots gemacht. Und denkt dran, erzählt immer die Wahrheit und seid ehrlich zu euch selbst. Nun gut, dass wir es gesehen haben. Ja, der Geist des Sensemanns wird gutes Geld für diese Info bezahlen. Gehen wir zum Ammo Baron, ehe er bemerkt, dass wir weg waren. Tschüss, Süße. Was? Die Mädchen von der Spuckinsel. Arbeitet ihr für den Ammo Baron? Oh, diese Bösen. Yo, war auch eine coole Mucke. Ansonsten kann ich hier nicht viel machen, nö. So, dann renne ich hier einfach mal durch.
Und wieder ab zurück zum Dingsbums. Na, vielleicht kann ich noch ein bisschen Kohle kriegen, aber ich glaube nicht. Also nicht viel, wenn überhaupt. Nein! Stimmt, das ist ja hier ein bisschen anders. Gotta go fast, faster, faster. Take this! Oh yeah, Schluggi! Schluggi! Hahaha, lutsch die Eier von der Chanté. Itemladen! Ich will mir noch mal ein paar Tränke holen. Und 3 Stück sind eigentlich ganz gut. So, ich habe jetzt 6 und 1 Autotrank zur Not. Das ist gut. So, wie lange bin ich denn schon beim Aufnehmen? Schon wieder eine Stunde? Das sind schon wieder 2,5 Stunden für heute. Oh je. So, das haben wir gemacht. Hier fehlen 2. Spuckinsel ist fertig. Spinnennetzinsel muss ich nochmal im Internet nachgucken. Bräunungsinsel, da fehlen 2. Ich würde, da war mir aber eben schon. Ich will da nicht hin. Komm, machen wir mal die Frostboldinsel. Obwohl, ich will nochmal zurück. Ich will nochmal zurück. Ja, komm, die Cutscene, dann gehe ich nochmal zurück zum Schiff und dann mache ich nochmal einen Screenshot. Hahaha, ich brauche nämlich Thumbnails. Da ist es, die Frostbeuleninsel. Ende der Reise. Oh Mann, es ist eiskalt. Da habe ich den brennenden Sand und die Lava ja doch lieber. Hier finden wir die 5. und letzte Stätte des Bösen. Wenn wir die Quelle der Macht ein letztes Mal zerstören können, dann ist der Pirate Master am Ende. Ich bin bereit. Gut, ja, ablegen. Vor allem will ich nochmal gucken, wie der Ammo Baron eigentlich mit den Mädels angeht. Also von daher war das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier fehlt aber noch was. Also ganz das Letzte glaube ich nicht, dass es das sein wird. So, wo ist denn der Ammo Baron? Deine Mädels sind wieder da. Ich brauche noch immer die Zielvorrichtung und diese Taugenix Barracuda Joe. Okay. Ja, die Mädels scheinen echt beschäftigt zu sein. Weißt du was? Wir machen so. Ich gehe jetzt nochmal hin, speichere ab, beende die Aufnahme und dann gucke ich mir einfach mal an, wie man an den letzten Tinten, an das letzte Tintenfischherzchen kommt. Schärfere deinen Säbel für ein Maximum an Zerstörung. Rückwärtsflitzer, Pistolen-Upgrade. Creme, super. Entfernt Filz für schnelleres Peitschen. Shampoo macht dein Haar stärker als je zuvor. Stiefel, Säbel, Hut, Pistole, Tintenfisch, jetzt haben wir 2. Gut. Kurzer Überblick. Ich werde vielleicht offscreen mal ein bisschen Kohle ranschaffen und mal nochmal die letzten Upgrades kaufen. Und für euch dann macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.